Wie erwartet hat der Oberste Gerichtshof in Stockholm heute das Urteil gegen Philip Andersson im sogenannten Türstehermord aufgehoben. Der Barbesitzer, eine schillernde Persönlichkeit, war in erster und zweiter Instanz verurteilt worden, bevor der Oberste Gerichtshof nach 2 Jahren Haft ein Wiederaufnahmeverfahren bewilligte. Beinahe 3 Jahre war mein Mandant Philip Andersson zu Unrecht inhaftiert. Aber heute können wir Ihnen mitteilen, dass der Oberste Gerichtshof meinen Mandanten soeben in allen Anklagepunkten freigesprochen hat. Ich bin sicher, dass Sie Fragen an ihn haben. Wie viel Vertrauen haben Sie jetzt noch in das schwedische Rechtssystem? Naja, das Wiederaufnahmeverfahren wurde bewilligt und war erfolgreich. Aber gleichzeitig muss ich feststellen, dass ich durch die lange Haft viel Lebenszeit verloren habe. Das darf in einer Demokratie nicht passieren. Man sollte das System nicht so manipulieren können. Der Preis dafür ist immens. Heißt das, Sie verlangen einen Schadensersatz vom Staat? Zu dieser Frage äußern wir uns heute noch nicht. Eine Schadensersatzklage erscheint uns jedenfalls nicht unvernünftig. Momentan sind wir einfach nur froh und erleichtert. Annika Bengtsson, Nachtausgabe. Vor dem Obersten Gerichtshof haben mehrere Zeugen ihre Aussagen geändert. Wie erklären Sie sich das? Dazu nimmt die Staatsanwaltschaft vielleicht noch Stellung. Ich hätte gerne Auskunft von Ihrem Mandanten. Was sagen Sie dazu, Herr Andersson? Das Gericht hat die Beweise der Verteidigung angehört und mich freigesprochen. Das beantwortet meine Frage nicht. Was sagen Sie dazu, dass gleich mehrere Zeugen in dieser Instanz vor Gericht ihre Aussagen geändert haben? Das würde ich eher eine Behauptung nennen und keine Frage. Ich habe bereits nach der ersten Verurteilung festgehalten, dass die Beweislage schwach und das Urteil unbegründet war. Bitte sehr. Wo sehen Sie Mängel im schwedischen Rechtssystem? Ja, das ist das Beste, genau. So machen wir das. Ja, das ist der Grund meiner Frage. Prima. Annika! Ja? Kommst du kurz in mein Büro? Mhm. Ja. Sag mir, was ich mit diesem Andersson machen soll. Schließ bitte die Tür. Er kann nicht unschuldig sein. Die müssen die Zeugen unter Druck gesetzt haben. Annika, ich habe noch keine Antwort auf mein Angebot. Doch, ich habe Nein gesagt. Du wolltest noch mal drüber nachdenken. Spieken verlässt uns heute. Ich kann keine Zeitung ohne Nachrichtenchef machen. Ich bin zufrieden mit dem, was ich tue. Deine Stelle verschwindet. Die Geschäftsleitung hat Umstrukturierungen beschlossen, das heißt Teamarbeit. Entweder du wirst Nachrichtenchef oder du arbeitest weisungsgebunden. Du weißt, wenn ich allein arbeite, treibe ich bessere Stories auf. Aber Annika, du hast mehr Potenzial. Was mache ich jetzt mit Philip Andersson?
Tja, da sowieso alle. Auf der Pressekonferenz waren, hast du ja nichts Exklusives, also eine Kurzmeldung? Aus welcher Sicht? Hast du einen Beweis für seine Schuld? Nein. Na dann, also unschuldig verurteilt. Was sonst? Das wird eine Kurzmeldung. Annika? Wenn du jetzt Nein sagst, wird jemand anders Nachrichtenchef. Und derjenige, der wird dann auch entscheiden, was du schreibst. Aber ich bin Journalistin, kein Personalverwalter, ja? Was hat Schümann gesagt? Nichts Neues. Was hast du gesagt? Nichts Neues. Schade, du wärst eine gute Chefin gewesen. Wie lief's auf der Pressekonferenz? Glaubst du eher an plötzlich freigesprochen oder an unschuldig verurteilt? Weiß nicht, klingt nicht gerade nach dem Aufmacher des Jahres. Was ist das? Sieh dir das an. Das ist gerade reingekommen. Familie an der Costa del Sol durch Gaseinbruch getötet. Gaseinbruch? Mhm. Was ist das? Einbrecher pumpen Gas durch die Ventilation ins Haus und räumen es leer, während die Bewohner bewusstlos sind. Kommt das häufig vor? Ziemlich oft, an der Costa del Sol jedenfalls. Mein Schwager hat da ein Haus, aber von Toten habe ich noch nie gehört. Übernimmst du das? Nein, ich habe genug mit den 30 Kindern in dem verunglückten Schulbus zu tun. Hallo, hier ist Annika Bengtsson von der Nachtausgabe. Bin ich mit Rickard Marmeen verbunden? Ja, ganz richtig. Was kann ich für Sie tun? Ich soll Sie von Berit grüßen. Ah, grüßen Sie sie zurück. Ich wollte Ihnen einige Fragen stellen zu einem Gaseinbruch. Der wurde verübt an der Costa del Sol. Sind Sie jetzt vielleicht dort? Das bin ich. Ja, und haben Sie was davon gehört? Diese Art von Einbrüchen sind in der schwedischen Kolonie an der Tagesordnung. In Stockholm habt ihr Feueralarm, wir haben Gasalarm. Nach meinen Informationen soll gestern dabei eine Familie ums Leben gekommen sein. Was ums Leben gekommen? Wann ist das passiert? Gestern Nacht. War es eine schwedische Familie? Weiß ich nicht. Das klingt ja... Haben Sie sonst noch was gehört? Nein. Nur, dass die ganze Familie umgekommen ist, auch die beiden Kinder. Ich informiere mich gleich mal. Kann ich Sie unter dieser Nummer erreichen? Ja, sicher, sicher. Danke. Ich melde mich. Danke. Trinken wir aufs Piepen. Vielen Dank. Du wirst gleich sehen, was du da bekommen hast. Danke, danke. Ist bestimmt ein Fußball. Seit ich hier angefangen habe, hat Spieken am Nachrichtendesk gesessen. Und ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, wie wir ohne dich zurechtkommen sollen. Allerdings glaube ich auch, viele können es kaum erwarten zu erfahren, wer sein Nachfolger wird. Ich stelle vor, unser neuer Nachrichtenchef, Patrick Nilsson. So, Patrick, du hast das Wort. Danke. Zunächst mal möchte ich sagen, dass es toll wird, mit euch zu arbeiten. Wir werden eine fantastische Zeitung zusammen machen. Okay. Was haben wir für morgen? Na, ich bin an dem Busunglück in Skåne dran. Annika, was hast du? Costa del Sol, Gaseinbruch. Es kam eine Familie ums Leben. Du redest von Spanien? Ja. Was hat das mit Schweden zu tun? Da leben fast 50.000 Schweden. Alle haben Angst vor diesen Gaseinbrüchen. Jetzt gibt's Tote. Es lohnt sich, das mal zu checken. Okay, aber warst du nicht auf der Pressekonferenz von Andersson? Ja, ich habe eine Kurzmeldung. Kurzmeldung? Ja. Ein Mann sitzt fast 3 Jahre zu Unrecht in Haft und du schreibst eine Kurzmeldung. Hä? Aber genau sowas wollen die Leute doch lesen. Wir haben aber nichts Exklusives. Alle Zeitungen und das Fernsehen berichten heute Abend darüber. Moment, unschuldig verurteilt kommt immer super an, stimmt's? Der Staat hat ihm 3 Jahre seines Lebens gestohlen. Angeklagt, entehrt, unschuldig. So machen wir es. Mail mir einfach, was du hast, dann feile ich noch ein bisschen dran. Wie war das? Nur keine Angst, ich setze nicht meinen Namen drunter. Es steht sicher Annika Bengtsson unter dem Artikel. Also, machen wir weiter. Neslund, was hast du? Ja, hallo Rickard, Annika hier. Ich hab Neuigkeiten. Danke für Ihre Mühe, aber wir bringen leider keinen Artikel darüber. Ich verstehe Sie schlecht. Söderström, Sebastian Söderström. Er wohnte mit seiner Frau und den beiden Kindern in dem Haus. Dieser Gaseinbruch, der... Vergiss die Story endlich. Rolf, ich brauche einen neuen Stuhl. Das waren Schweden. Ganz sicher? Es ist Sebastian Söderström. Meinst du so? Aber warte, warte, warte. Sebastian Söderström? Ja. Der Eishockey-Profi. Ja. Das gibt's nicht. Kommt mal.
Dieses Porträt hier wurde vor ein paar Jahren gesendet. Na, haben Sie den schon gesehen? Ist mein zweites Werbeleut mit den drei Kronen. Auch wenn Sebastian Söderström seine Berufskarriere aufgegeben hat, schlägt sein Herz immer noch leidenschaftlich für den Sport. So ist es. Tja. Klassischer Hockeyspieler. Fängt an mit Golf. So hält man sich fit und... Alles klar. Hat das noch jemand anders? Dass Söderström der Tote ist? Nein, nur wir. Ich weiß es von Berits Schwager. Sicher? Die offiziellen Kanäle haben es noch nicht. Okay, wir machen Folgendes. Die Story geht erst nach dem Druck ins Internet. Hm. Der Sport soll in den USA nach alten Spielerkollegen suchen. Berit, versuche eine offizielle Stellungnahme zu kriegen. Okay. Annika, du schreibst dein Zeug fertig und fährst dann gleich nach Hause und packst. Du fliegst so schnell wie möglich nach Malaga. Was? Ist das ein Problem? Nein. Dann ist ja gut. Ich will genau wissen, wie die Familie gestorben ist, welche Spuren die Polizei hat, wie die Familie gelebt hat und mache es ein bisschen sexy. Sport! Ich brauche jemanden vom Sport! Sophia Griesbock? Ja, hallo Sophia. Ist Thomas vielleicht da? Ja, warte kurz. Das weiß ich, Schätzchen, aber wir haben besprochen, dass es so ist. Ihr wart jetzt eine Woche bei mir, Papa möchte euch auch haben. 5 Tage sind keine Woche. Das weiß ich, aber es wird sicher lustig. Ihr merkt nicht mal, dass ich weg bin. Pass auf, du verlierst deinen Frosch, Ellen. Ich hasse den Frosch und ich hasse Sophia. So etwas sagt man doch nicht. Hallo. Kommt rein. Wir sind froh, dass wir dir helfen können. Danke nochmal. Kommt jetzt, kommt. Mach's gut, Schätzchen. Hallo, Kalle. Hallo, Ellen. Ellen, hast du Sophia guten Tag gesagt? Hallo. Sie ist müde. Ja. Hallo, Papa. Hallo. Du kannst ja doch Hallo sagen. Na schön, dann kommt mal mit ihr zwei. Ich zeig euch, was wir gekauft haben. Dann ziehen wir erst mal die Hausschuhe an. Hallo. 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 Kannst du mich bitte das nächste Mal länger vorwarnen als eine halbe Stunde? Ich find's auch nicht gerade optimal, aber ich habe sofort angerufen, als ich's erfahren habe. Du und dein Scheißjob. Also wie soll ich mich deiner Meinung nach verhalten? Liebling, ich brauche jetzt ein bisschen Hilfe. Ich komme. Bis dann. Danke. Seit heute Morgen steht es im Internet. Aber wir waren die Ersten. Jetzt müssen wir nur noch die Ersten bleiben. So starb die Familie, Söderströms Luxusleben an der Costa del Sol und jede Menge Lokal. Patrick, ich habe das schon mal gemacht. Ich weiß, aber versuch auch mit ein paar jungen Leuten zu sprechen. Sprich nicht nur mit Steuerflüchtlingen und Rentnern. Hast du unseren Ansprechpartner erreicht bei der Polizei in Malaga? Ja, ich bin auf dem Weg dorthin. Gut, ruf mich an, wenn du mehr weißt. Alles klar? Ja. Also das... Por favor, a 110 metros al final de la... Das kann doch nicht stimmen. A la derecha. Ahora gire a la derecha. Also... Por favor, ahora gire a la derecha. Ich komm doch gerade von dem scheiß Flughafen, du blöde Kuh. Ahora gire a la derecha. Halt's Maul, du Schnepfe. Por favor, ahora gire a la derecha. Hola, Niklas Linde, por favor. Firma, por favor. Gracias. Annika Bengtsson. Niklas Linde. Hallo. Sie wollten schon vor einer Stunde da sein. Das wollte ich, doch das Navi war da ganz anderer Meinung. Dann willkommen an der Costa del Sol. Bei den vielen Bauarbeiten sind die GPS-Geräte überfordert. Tja. Hier lang. Am besten besorgen Sie sich einen Fremdenführer. Ist das möglich? Kennen Sie jemanden? Ja. Was macht ein schwedischer Polizist in Spanien? Ich koordiniere die Kontakte zwischen den schwedischen Behörden und der spanischen Polizei. Das heißt, ich arbeite nicht im Außendienst. Ich bin für den Informationsaustausch zuständig. Also, wie kann ich helfen? Ich bin alles durchgegangen, was ich habe über die Familie Söderström. Da sind allerdings noch ein paar Details, die nicht reinpassen. Okay. Laut meinen Quellen haben hier fast alle Familien ein Gaswarngerät. Familie Söderström nicht? Doch. Funktionierte es nicht? Ich arbeite nicht direkt am Fall Söderström. Aber soweit ich weiß, lag's nicht am Warngerät. Doch ich kann mich dann noch mal kundig machen, wenn's Ihnen hilft.
Wurde eine Gasvergiftung als Todesursache bestätigt? Ja, vorläufig. Wie, gibt es Ungereimtheiten? Es gibt Hinweise darauf, dass es kein normales Betäubungsgas war. Was für Hinweise? Nun, die Täter benutzten wohl Fentanyl. Was ist das? Fentanyl ist, erinnern Sie sich noch daran, als die russische Polizei das Dubrovka-Theater gestürmt hat? War das Fentanyl? Damals sind über 100 Menschen gestorben. Ja. Okay. Sonst benutzen die anderes Gas? Ja, war das erste Mal. Fentanyl ist teuer und schwer zu bekommen. Es ist also kein Versehen. Sie beabsichtigten, sie zu töten. Das bleibt eine Spekulation, oder? War es vielleicht eine Hinrichtung? Ich suche mal die Nummer von dieser Fremdenführerin, von der ich gesprochen habe. Wieso wird ein Ex-Eishockeyspieler umgebracht? Wurde er bedroht? Gibt es vielleicht schon eine Spur? Sie heißt Carita Halin González. Sie ist Spanierin, aber mit einem Schweden verheiratet. Wir setzen sie oft als Dolmetscherin ein. Sie hat sicher nichts dagegen, sie herumzuführen. Annika? Hallo. Hallo, Carita. Sie brauchen einen Fremdenführer. Schön, dass Sie kommen konnten. Niklas Linde hat Sie empfohlen. Danke. Vale, mira, ponme un cafetito solo. Café solo. ¿Y para la señorita? Für Sie noch was? Nein, nein, danke. Vielen Dank. Okay, bueno, pues nada. Gracias. Nada. Gracias. Also, wo waren wir? Sie brauchen jemanden, der Sie rumführt. Ich nehme 43 Euro die Stunde plus Extras. Wie klingt das? Klingt bestens. Was heißt denn Extras? Was sind Extras? Wenn ich Sie rumfahre, berechne ich Ihnen das Benzin. Ich habe einen eigenen Wagen, deshalb... Umso besser. Sich das wohl. Entschuldigen Sie. Kannten Sie die Familie Söderström? Nein, unsere Kinder gingen in dieselbe Schule, aber ich bin ihnen nie begegnet. Furchtbare Sache. So, wohin wollen Sie fahren? Ich würde mir gerne das Haus der Familie Söderström ansehen. Okay. Möchten Sie rein? Wäre das möglich? Wenn Sie damit rumwedeln, sicher nicht. Ich mache das schon. Warten Sie hier. Hola, buenas. Hola, buenos días. Er sagt, dass die Diebe beim Einbruch alle Wertsachen mitgenommen haben. Aquí encontramos a la familia. La madre estaba allí junto a la puerta. Hier wurde die Familie gefunden. Die Mutter lag drüben, da am Fenster. Ich habe gesagt, Sie sind eine Freundin der Familie. La habitación de los chicos está arriba. Sie haben ihn angelogen. Wäre sehr teuer geworden, hätte ich gesagt, Sie sind Journalistin. Haben Sie den Polizisten bestochen? Ach, was? Ich verbuche es unter sonstige Ausgaben. Die Kinderzimmer sind oben. Esta es la habitación de la muchacha.
creo que la señora quiere estar sola un poco. Wir warten unten. Darse prisa, los investigadores están a punto de llegar. Gut. ¿Quiere despedirse también de la muchacha mayor? Entschuldigung, ich verstehe nicht. The big girl. You want goodbye? The big girl? Yes. Yes, please. This way. It's inside. Kennen Sie Suzette? Nein. Es gab noch das Zimmer eines Teenagers. Auf einem Bild stand, hier wohnt Suzette. Noch ein Kind? Ja. Suzette Söderström ist Sebastians Tochter aus einer früheren Ehe. Sie lebt mit ihrer Mutter in Schweden. In dem Zimmer sah es so aus, als würde sie da wohnen. Woher wissen Sie, wie es in Ihrem Zimmer aussieht? Haben Sie eine Nummer, unter der ich Suzette erreichen kann? Wie kommen Sie darauf, dass ich Ihnen die Telefonnummer einer 16-Jährigen gebe? Ich will Sie nicht belästigen. Ich will nur mit ihr reden. Ich wünsche Ihnen dabei viel Glück. Scheiß Internet. Sebastian Söderström verbringt viel Zeit in einem Golfclub, dessen Besitzer... Die Knie wollten nicht mehr. Seitdem spiele ich Golf, das ist... Das gibt's doch nicht. Genießen Sie das Leben. Spielen Sie Golf. Das Internet hat den ganzen Abend nicht funktioniert. Ja, so ist das in Spanien. Ich habe eine Suzette Söderström gefunden. Janika Diana Suzette, 16. Hast du eine Nummer? Ich sehe mal, ob noch jemand anders unter derselben Adresse wohnt. Söderström, Lenita Marika 42. Ist dieselbe Adresse, das könnte ihre Mutter sein. Sehen wir mal nach, sehen wir mal. Sie hat 4 Einträge bei der Schufa. Nein? Keine Telefonnummer. Scheiße. Dann versuche ich es hier nochmal. Okay. Hast du noch was gefunden? Hast du gerade mit Barrett gesprochen? Ja, sie sollte ein paar Dinge für mich finden. Ich dachte, du rufst an, wenn du bei der Polizei raus bist. Ich musste erst was fertig machen. Hier, bitte. Danke. Okay, was hast du? Polizei tippt auf Mord. Sie sollten sterben. Das wird mein Aufhänger. Was? Ist das ein Witz? Es war Mord. Ein Unfall war es nicht. Dann mache ich weiter mit... Hier starb die Familie und das Todesdrama Minute für Minute. Brauchst du noch Infos zu den Personen? Ja, toll. Ich habe auch Fotos vom Inneren des Hauses. Super, super, super. Hast du auch Freunde? Und noch was. Sebastian hatte eine Tochter aus einer früheren Ehe namens Suzette. An die muss ich rankommen. Das macht Barrett. Konzentrier dich auf das, was wir von hier aus nicht machen können. Die schwedische Kolonie, das Familienleben und so. Ich gehe morgen in den Golfclub. Dort treffen sich wohl alle Schweden, die hier unten leben. Und treib ein paar alte Profi-Eishockeyspieler auf. Vielleicht können die eine Gedenkminute organisieren. Ich höre mir mal an, was die so geplant haben. Frag sie, warum sie es nicht schon längst getan haben. Setz sie unter Druck. Bei mir funktioniert sowas, habe ich oft gemacht. Du willst, dass ich sowas organisiere wie eine Gedenkminute? Ja, du hast mich richtig verstanden, Annika. Du machst das schon. Es wird super laufen. Ruf mich an, wenn du alles hast. Bis dann. Entschuldigen Sie bitte, was ist hier los?
Es findet eine Gedenkminute für Sebastian Söderströms Familie statt. Ach, für das Schwein. Die trauen höchstens ihrem Geld hinterher. Das kriegen sie nicht zurück, jetzt da er tot ist. Liebe Mitglieder, Gäste, Freunde von der Presse. Sebastian Söderström war ein Vorbild für uns alle. Er war ein guter Freund, guter Kollege. Deshalb bitte ich Sie, mit mir gemeinsam eine Gedenkminute einzulegen für Sebastian, Veronika, Mi und Leo. Tja, dann danke ich allen für ihr Kommen. War das eine Minute? Hola, Carita. ¿Qué tal? Rica. Guapa como siempre. Igualmente. Ricard Marlene, Annika Bengtson. Ricard, hallo. Ja, wir haben miteinander telefoniert. Ja, ja. Nett auch mal, ein Gesicht zu der Stimme zu sehen. Sebastian Söderström, die Leute scheinen sauer auf ihn zu sein. Gibt es dafür einen Grund? Setzen wir uns kurz? Ich besorge Getränke. Wenn's bei Sebastian nicht um das eine ging, ging's ums andere. Was heißt das? Er war Applaus gewohnt. Auf alten Lorbeeren wollte er sich allerdings nicht ausruhen. Deshalb versuchte er auch ständig, jede Menge Projekte auf die Beine zu stellen. Jeder glaubte nur, weil er eine Sache gut konnte, kann er alles gut. Aber ein Geschäftsmann war er nicht. Hat er denn die Leute betrogen? Nun, wenn es sich einer leisten konnte. Ich glaube nicht, dass irgendeine Absicht dahinter gesteckt hat. So hatte er sich zum Beispiel vorgenommen, eine neue Weltsportart einzuführen. Stechball. Schon mal gehört? Nein. Da sind Sie nicht allein. Tja, der ein oder andere hat schon seine Einlage verloren bei einem seiner vielen Projekte. Könnte es sein, dass da jemand so wütend war, dass er ihn töten wollte? Kesabe? Wer weiß? Ich glaube, die Leute nahm es ihm übel, dass er sein eigenes Geld nicht investierte. Wieso hat das denn nicht gemacht? Das ging ihm finanziell gut. Gut ging's ihm. Doch Sebastian hatte kein eigenes Geld. Seine Frau war diejenige, die gearbeitet hat. Veronika war Anwältin. Aber warum spricht niemand über Suzette, Sebastians älteste Tochter? Tja, nun ja. Sie gehörte irgendwie nie richtig zur Familie. Man hat sie nie gesehen. Sie war nie zusammen mit den anderen. Mit wem könnte ich mich noch unterhalten? Versuchen Sie es mal bei Wiebeke Jensen. Mhm. Die kennt sie gut. Sie hat einen Reitstall bei Cancellara. Ist in der Nähe von San Pedro. Ja, oder? Genau. Mhm. Hm? Finde ich schon. Hola. ¿Hay alguien? Mierda. Cago en... Warten Sie ruhig so lange im Auto. Sicher? Ja, Sie müssen nicht mitkommen. Sagen Sie es, wenn Sie Hilfe brauchen. Entschuldigen Sie? Kann ich helfen? Wiebeke Jensen? Ja? Hallo, Annika Bengtsson. Hallo. Tag. Ich suche Suzette Söderström. Schreiben Sie über das Unglück? Ja, ich versuche mir ein Bild von Ihrer Familie zu machen. Alle haben mitgekriegt, dass es bei denen nicht so gut lief. Wie meinen Sie das? Es gab viel Streit zwischen Suzette und ihrer Stiefmutter Veronika. Sie haben sich gestritten? Ja, sie stritten. Sie ist dann hierher zu mir gezogen. Ich habe ihr Arbeit angeboten. Letzte Woche wollte sie anfangen. Ja, aber war Suzette in Spanien letzte Woche? Ja. Aber an dem Morgen, als sie anfangen sollte, rief sie an und sagte, sie habe es sich überlegt, sie wolle zu ihrer Mutter nach Stockholm.
Natürlich kann sie das selbst entscheiden. Aber es kam doch etwas überraschend. Aber Gott sei Dank ist es so gekommen, jetzt da man weiß, was passiert ist. Haben Sie seitdem mit ihr gesprochen? Nein. Kriege ich Ihre Nummer? Nein. Vielleicht die Nummer Ihrer Mutter? Es geht nur um ein paar kurze Fragen. Suzette muss ja nichts sagen, wenn sie nicht will. Meinetwegen. Hallo? Ist da Lenita? Ja. Hallo, ich bin Annika Bengtsson und arbeite für die Nachtausgabe. Aha. Es tut mir sehr leid, was Ihrem Ex-Mann und seiner Familie zugestoßen ist. Aber darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich habe nichts zu sagen. Dürfte ich mich dann kurz mit Suzette unterhalten? Sie ist nicht hier. Wann kommt sie wieder? Sie ist in Spanien, in irgendeinem Reitclub. Bei Wiebeke Jensen? Ja. Ich bin gerade in diesem Reitclub, aber Suzette ist nicht hier. Wie bitte? Was ist denn? Tut mir leid, aber mir wurde gesagt, Suzette ist in Schweden. Nein, sie ist in Spanien, in diesem Reitclub. Moment bitte. Ich glaube, Sie sollten mit Suzettes Mutter sprechen. Hallo, hier ist Wiebeke Jensen. Suzette ist wirklich nicht bei Ihnen? Nein. Suzette Söderström wurde vor 4 Stunden als vermisst gemeldet. Ihre Mutter hat bei der Stockholmer Polizei eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Interpol hat sie hierher weitergeleitet. Und was machen Sie jetzt? Naja, unser Bestes natürlich. Was wir können, wir überwachen Ihr Handy, die Bankkonten Ihrer Familie, informieren die Grenzbehörden. Wenn sie noch in Spanien ist, dann finden wir sie sicher. Mord? Da haben wir ja schon was. Ja. Meld das sofort rüber. Gut? Hundepatrouillen durchsuchen das Gebiet um Söderströms Villa. Ansonsten keine neuen Erkenntnisse. Ja, hallo? Du, Suzette hat einen Blog. Warte kurz, ja? Blogspot.dot, Suzettes Blog. Danke, bis bald. Dieses Dunkle hier. Jetzt komm. Hallo! Hallo! Du, hallo, ich bin Polly. Hallo! Irgendwie sehe ich total klein. Warum ist Suzette nicht zurück nach Schweden gefahren? Zu ihrer Mutter? Ja. Die spinnt total. Aber warum hat sie zu Wiebeke gesagt, sie will dorthin? Weiß nicht. Sie ist nicht hier, sie ist nicht da. Wo ist sie? Du bist doch ihre beste Freundin. Keine Ahnung. Ihre ganze Familie stirbt und sie ruft nicht mal zurück, wenn ich wissen will, wie es ihr geht. Wann hattet ihr das letzte Mal Kontakt? Vorige Woche. Wir haben ein bisschen gemailt. Und wann? Vergangenen Montag, glaube ich. Sie sagte, ihr Handy zickt rum. Ich solle mir keine Sorgen machen, wenn ich sie nicht erreiche. Aber das war vor dieser Geschichte. Ja. Sie muss doch verstehen, dass ich mir Sorgen mache. Kann ich bitte Ihre Handynummer haben? Die nutzt ihn nicht. Sie hat das Handy ausgestellt. Aber ich kann es versuchen. Suzette sagte ihrer Mutter, sie sei bei Wiebeke im Reitclub. Und zu Wiebeke sagte sie, sie fahre nach Hause zu ihrer Mutter. Vielleicht ist sie nur weggelaufen. Das klingt nicht wahrscheinlich, aber... Ja, und warum nicht? Sie ist mindestens 2 Tage vor dem Gasangriff verschwunden. Sie hat sich seit fast einer Woche nicht einmal gemeldet und sie hat ihren Pass nicht benutzt. Haben Sie wirklich keine Spur? Da hätte ich noch was, das könnte Sie interessieren. Das hier sind 2 der Einbrecher bei den Söderströms. Okay. Man hat sie tot in ihrem LKW gefunden.
Sie sind noch nicht identifiziert, aber höchstwahrscheinlich sind es Rumänen. Wie sind sie gestorben? Überdosis. Morphium. Jemand hat den Inhalt der Bierflaschen damit angereichert. Und wer? Was weiß ich. Beim Einbruch haben wir Spuren von 2 Autos und 3 Personen gefunden. Wer die 3. Person ist, wissen wir noch nicht. Verstehe. Alles, was gestohlen wurde, war noch im LKW, mit Ausnahme der Dinge, die im Safe waren. Und wenn sie nur hinter dem Inhalt des Safes her waren? Es scheint alles darauf hinzudeuten. Ich brauche einen Artikel in der Nachtausgabe. Wie jetzt? Nicht darüber, über was anderes. Artikel kann man nicht bei mir bestellen. Dachten Sie, Sie kriegen die Infos geschenkt? Es ist eine richtig gute Geschichte. Nein, das macht mein Chef sicher nicht mit. Ich liefere dem jetzt schon nicht genug Lokalkolorit. Okay. Wissen Sie was? Wir machen heute Abend mal einen Ausflug. Ein bisschen Sightseeing. Nehmen Sie die Kamera mit, dann liefere ich Ihnen etwas Lokalkolorit. Sollten Sie dann das Gefühl haben, Sie müssten einen Artikel darüber schreiben, ist das Ihre Sache. Nehmen Sie das so lange. Als Zeichen des guten Willens der spanischen Polizei. Letzte Woche hat ein LKW voller Kokain die Costa del Sol in Richtung Stockholm verlassen. Heute Abend fährt der nächste los. Sie bestellen einen Angeberartikel. Seht her, wie toll wir sind. Wir haben 2 LKW beschlagnahmt mit Kokain. Nein. Der erste wurde gar nicht beschlagnahmt. Er wird überwacht. Den von heute Abend will ich beschlagnahmen lassen. Was soll der Artikel denn erreichen? Wir haben versucht, den schwedischen Auftraggeber des ersten LKW hochgehen zu lassen. Er ist sehr vorsichtig. Stellt er fest, dass irgendwas nicht stimmt, lässt er die erste Lieferung sausen. Dann sind wir so schlau wie vorher. Mit einem solchen Artikel können wir ihn vielleicht beruhigen. Oder ihn auch möglicherweise hervorlocken. Ich weiß es nicht. Er soll also einfach nur glauben, dass die Polizei nur von einem LKW weiß. Aber ein Drogenzugriff hier in Spanien ist in Schweden gar nichts wert. Es ist nicht nur ein Zugriff, es geht uns um den Kurier. Ist kein großer Unterschied. Auch dann nicht, wenn der Kurier ein Schwede ist. Wir wissen nicht, ob der LKW bewacht wird oder ob er alleine kommt. Also, okay? Mhm. Woher wissen Sie, dass er heute Abend kommt? Wir hören die Handys ab. Wie heißt er denn, der Kurier? Johann Sarko Martinez, auch genannt Joke. Er ist 26, geboren in Chaholmen, spanische Eltern. Sie? Tenemos el camión asegurado, está todo limpio. Entiendo. Er sagt, der LKW wird bewacht. Jetzt müssen wir abwarten. Und Sie bleiben da drin.
Hey, du! Hey, du! ¿Qué coño haces? Dame la puta cámara. Puta cámara. ¡Nein! Dame la puta cámara, venga. Hey! Polizei! Polizia! Ando, Polizia! Polizia! Ando, Polizia! Bleib, wo du bist! Ich bin schwedischer Staatsbürger! Was läuft hier ab? Verdammt! Ich bin unschuldig! Was wird das? Ich bin Schwede! Noch Fotos! Also mein Artikel. Die Entscheidung liegt bei meinem Chef. Ich glaube, wir brauchen jetzt ein Bier. Also das kommt sicher nicht auf Seite 1. Ich weiß auch noch nicht, wie mein neuer Chef tickt. Wie heißt das so schön? Menschen werden zur Inkompetenz befördert. Und da bleiben sie. Patrick ist definitiv dort angekommen. Was ist? Nichts, erzähl ruhig weiter. Was ist denn? Nein, erzähl. Mhm. Sprichst du eigentlich immer nur über deine Arbeit? Ist es denn wirklich so schlimm? Worüber willst du reden? Du siehst ja. Ja, Annika? Genau das meine ich mit Lokalkolorit. Das Luxus neben uns eine Schattenseite. Drogenküste. Nein, besser, Kokainküste. Wir machen eine ganze Serie draus. Aber die Fotos, die taugen nicht zum Aufmacher. Ich schicke dir einen Fotografen runter. Morgen besprechen wir, wie es weitergeht. Du, Bengtsson, super Arbeit. Aber Panus... Yep, sie nehmen den Artikel. Wir sind ein klasse Team. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Annika? Hast du meine Mail bekommen? Dir auch einen guten Morgen. Vergiss die Mail, ich habe eine neue Idee. Wir machen's simpel, die Kokainküste. Der Schurke und der Held. Kriegst du ein Interview hin mit diesem Kurier, der gestern geschnappt wurde? Könnte sein. Ich weiß nicht so genau, wie es hier läuft. Es könnte aber funktionieren. An den Helden komme ich jedenfalls locker ran. Einen Kontakt habe ich schon für dich. Heute beginnt eine EU-Konferenz zum Thema Drogen in Malaga. Um 13 Uhr kriegst du ein Gespräch mit dem Regierungsvertreter im Kongresshotel. Wen soll ich kontaktieren?
Weiß ich jetzt nicht. Ich melde es dir später. Was mache ich mit Suzette? Vergiss es. Mach weiter mit der Kokainküste. Patrick, eine 16-Jährige ist immer noch spurlos verschwunden. Das wissen wir schon länger, aber es gab so viel zu tun, was wir noch weghauen mussten. Mhm. Ich habe übrigens eine Fotografin runtergeschickt. Die musst du am Flughafen abholen. Aha, wen denn? Lotta, sie ist neu. Sie war die Einzige, die ich so kurzfristig kriegen konnte. Aber bitte keine Aushilfe. Patrick. Es wird alles bestens. Hallo, bist du Lotta? Hallo. Annika. Hallo, Annika. Du hast ja ganz schön Gepäck dabei. Ist es weit bis zum Hotel? Eine Stunde, aber wir müssen erst noch was in Malaga erledigen. Ich muss noch die Batterien für das Blitzgerät aufladen. Wir haben in 45 Minuten ein Interview und dann noch eins um 13 Uhr. Wir können jetzt nicht ins Hotel fahren. Wer hat so ein enges Programm gemacht? Niklas hat es organisiert, aber wir haben nur 5 Minuten. Und keine Kameras. Dann hätte ich auch zum Hotel fahren können. Ja, aber hast du gedacht, hast du denn nicht vielleicht eine kleine, die du reinschmuggeln könntest? Das ist unethisch. Ein Handy, egal Nein, was. In ein Gefängnis bekommen wir nichts rein. Ich fühle mich nicht wohl dabei, mich Menschen aufzudrängen, die in so einer Lage sind. Dann mach doch eine totale. Nach dem Motto, hier ist der Schwede eingesperrt. Mit einer abgefahrenen Perspektive. Ich habe gedacht, ich bin hier die Fotografin. ¿Y vosotros quiénes sois? ¿Qué pasa? ¿Qué creéis? Esta es Annika Bengtsson, trabaja para un periódico sueco y quiere hacer diario. Ich bin du schon wieder. Du hast doch diese Drecksfotos von mir gemacht. Ich bin von der Nachtausgabe und schreibe mehrere Artikel über den Drogen. Ich kann nicht mit dir sprechen. ¿Qué quiere esa puta? No soy un soboy. ¿Qué piensas que soy un soploy? Dein Name muss nicht unbedingt genannt werden. Der tut überhaupt nichts zur Sache. Versprochen. Hör zu, du schreibst nicht ein Wort über mich. Ich will ja wieder raus, verdammt. Mich interessiert deine Geschichte. Dich interessiert meine Geschichte. Hast du sie nicht mehr alle? Du machst doch alles nur noch schlimmer. Was denn? Was denn? Was denn? Scheiße. Die bringen mich um. Kapier das endlich. Wer? Was glaubst du, wer? Die, für die du arbeitest. Wer sind die? Sprich mit mir. Nimmst du selbst Drogen? Hast du deshalb als Sprechen wir vielleicht als nächstes über meine Kindheit? Willst du in der Scheiße rumrühren? Ich bin kein Fixer. Kannst du mir helfen, hier wieder rauszukommen? Kalmate! Dann hilf mir, verdammt nochmal! Die bringt mich um, so wie sie die Söderströms umgebracht haben. Ich kann nicht hier drin bleiben. Kapier das doch! Wieso jetzt die Söderströms? Kapierst du das, ja? Hast du Söderström gekannt? Wurde er... Weißt du, warum er ermordet wurde? Erzähl's mir, dann tue ich alles, um dir zu helfen. Aber du musst schon mit mir sprechen. Venga, vamos. Hilf mir, dann pack ich aus. Sir, ich habe das Paket erhalten. Ich habe hier alles, was im Safe war, so wie vereinbart. Aber, aber die Geschäftsberichte fehlen leider. Sind Sie sicher? Ja, ich habe alles durchgesehen. Die Papiere sind nicht dabei. Dann suchen Sie sie. Hatte Söderström vielleicht seine Finger im Drogenhandel? Soweit ich weiß nicht. Wieso fragst du? Wo bist du eigentlich gerade? Ich muss dich sehen. Ich bin im Kongresshotel in Malaga. Dort findet eine Drogenkonferenz statt. Ach echt? Ich muss da sowieso hin. Ich habe in einer halben Stunde ein Interview. Okay. Also, treffen wir uns in einer Viertelstunde in der Lobby? War gar nicht so leicht, ein gutes Foto zu schießen. Hm? Ist gut. Bis gleich. Ist aber ganz schön geworden. Sieh mal. Und wo ist das Gefängnis? Siehst du es nicht? Dort hinter den Männern. Also, das soll ein Artikel werden über einen jungen Schweden, der in Spanien an die falschen Leute gerät und damit in einer Hölle auf Erden landet. Was haben denn diese beiden alten Knacker mit der Story zu tun?
Man kann dieses Gebäude nicht einfach so abfotografieren. Irgendetwas muss in den Vordergrund gerückt werden, um eine Perspektive zu schaffen. Würden mich begleiten. Hallo. Hallo. Was sollte das eben mit der Frage, ob Söderström was mit Drogenhandel zu tun hatte? Stell dir mal vor, Martinez hat ihn vorhin erwähnt. Was hat er gesagt? Er sagte, die bringen mich um. Die bringen mich um, so wie sie Söderström umgebracht haben. Annika? Hallo. Thomas, was machst du hier? Was ist mit den Kindern? Die sind bei Sophia, da sind sie gut aufgehoben. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du verreist? Du hast sie mir vorbeigebracht, in deiner Woche. Du hättest es sagen können. Irgendeine Lösung, die... Naja. Nun, ich bin wegen dieser Konferenz hier und habe ein Treffen mit einer Journalistin. Und die bist du. Ach, und du bist der Held, den Patrick aus dem Ärmel geschüttelt hat. Hä? Der Held? Ich führe kein Interview mit dir. Verstehe ich. Das wäre mehr als ungeschickt. Niklas Linde, Rauschgiftfahnder, er arbeitet hier. Ach ja, hallo. Thomas. Niklas. Tja, dann... Also, hast du noch Zeit zu reden? Ja, ja, sicher. Dann viel Glück noch auf der Konferenz. Danke. Was war das denn? Ach, nichts, war mein Ex-Mann. Du, Martinez hat noch etwas gesagt, vielmehr, er hat's auf seine Hand geschrieben. APITS. Was könnte das sein? APITS. Vor dem Lager haben wir ihn geschnappt. Okay. Ich würde gerne noch mal hinfahren. Ich bin hier für heute fertig. Wir können meinen Wagen nehmen. Deine Fotografin? Von der Nachtausgabe. Ich schenke sie dir, wenn du sie willst. Nein, ich ziehe Journalistinnen vor. Der LKW. Oh, was für eine tolle Atmosphäre. All das hier gehört einer Firma namens APITS Deposito. Der LKW aber einer Tochterfirma. Sie heißt APITS Transporte. Hm. Und wer steht hinter APITS? Der Firmensitz ist in Gibraltar, aber dort gibt es keine nationale Registrierung. Wie das? Das ist auch einer der Gründe, warum dieser Teil Europas so attraktiv ist für Schmuggler. Es ist die Nähe zu Gibraltar, Marokko und eine extrem schwer zu bewachende Küste. Bitte, wir sind an einem Tatort. Hier wird nichts angefasst. Entschuldigung, kein Problem. Es geht doch so. Bedeutet APITS irgendwas? Nein. Die Domain APITS.com existiert, aber es gibt keinen Nutzer. Kann ich das zitieren? Nein, kannst du nicht. Ich muss vollkommen anonym bleiben. Es ist perfekt hier. So was Authentisches hatte ich an der Costa del Sol gar nicht erwartet. Ist das eine Überraschung? Hübsch. Danke. Brötchen verdienen ist der Job ganz okay, aber nicht für den Rest meines Lebens. Ich will meine Fotos ausstellen. Fotografie ist eine Kunstform. Sie ist viel näher an der Wirklichkeit als der Journalismus. Zeitungen melden nur, was andere erlebt haben. Das ist nicht kreativ. Aber die Kunst, die berührt. Was laberst du da vor dich hin? Nachrichten berühren dich also nicht, ist ja interessant. Aber alte schachspielende Knacker, ja? Gott. Was machst du hier? Hallo. Tja, ich wollte nur nachsehen, wie es dir geht. War so eine komische Situation vorhin. Was ist?
Mein Nachrichtenchef will wissen, wie das Gespräch mit dem Helden gelaufen ist. Und, was sagst du? Zu was jetzt? Essen gehen. Ich hab scheiß viel Arbeit. Jetzt will er, dass ich checke, wie die Drogenbanden in Gibraltar ihr Geld waschen mit Hilfe von fiktiven Firmen, die es nicht gibt. Tja, also, ein andermal vielleicht. Sprich doch mal mit einem Wirtschaftswissenschaftler im Justizministerium, der sich mit der Drogengesetzgebung der EU beschäftigt und der außerdem mit dir Abendessen will. Also, eigentlich ist es ziemlich einfach. Das Prinzip ist, man braucht einen Beleg, wenn man von jemandem Geld erhält. Mhm. Den bekommt man, indem man irgendwas verkauft. Egal was? Ja, theoretisch. In Schweden wird Geld in der Gastronomie gewaschen. Denn wie will man überprüfen, wie viele Drinks verkauft werden? Mhm. Aber hier unten, hier hatten sie eine bessere Idee, die einfacher ist. Mhm. Immobilien. Häuser und Wohnungen sind hier unglaublich teuer. Mhm. Verkauft man also ein paar davon, ist es plötzlich ganz leicht zu erklären, wie man so viel Geld verdient hat. Also wurden zum Beispiel Häuser gekauft und wieder verkauft. Immer hin und her und das, ohne jemals den Besitzer zu wechseln. Wieso nimmt man die Immobilienbranche nicht unter die Lupe, wenn man das weiß? Na, gerade deswegen sind die Firmensitze doch in Gibraltar. Weil sie dort nicht registriert sind. Es gibt keinen Einblick. Mir war nicht klar, dass du dich damit auskennst. Nun, hast du mal gefragt. Ist ja unglaublich. Moment. Hallo, Kalle. Gut, was? Ja? Ah, wirklich? Du, Großer, hier ist jemand, der mit dir sprechen will. Hm? Hallo, mein Räuber. Mama, ich vermisse dich. Ich vermisse dich auch. Ist Ellen da? Ich bin. Und das machst du jetzt auch. Mama? Ja? Heiratest du Papa nochmal? Nein. Ich heirate Papa nicht nochmal. Schade. Schlaf jetzt, Schatz. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Küsschen. Schlaf gut. Danke für den Abend. Nein, ich kann nicht. Schlaf gut. Du auch. Kapier das doch! Söderström, Drogen? Was war in dem Safe? Wir haben versucht, den schwedischen Auftraggeber hochgehen zu lassen. Aber die sind sehr vorsichtig. Mit einem Boot ist man in einer halben Stunde in Marokko.
Dort wird das meiste Hasch für Europa produziert. Steht hinter Arbeits. Der Firmensitz ist in Gibraltar, aber dort gibt es keine nationale Registrierung. Deswegen sind die Firmensitze in Gibraltar. Es gibt keinen Einblick. Hallo Rickard, hier ist Annika Bengtsson. Ja, hallo. Ich suche einen schwedischen Anwalt, der sich ein wenig mit Immobilien auskennt in Gibraltar. Mhm. Ich weiß, das hört sich seltsam an, aber kennen Sie zufällig jemanden? Ja, kenne ich, aber sie ist tot. Wer ist das? Veronika Söderström. Ich dachte, das hätte ich gesagt. Hallo? Sie hatte ein Büro in Gibraltar? Ja, hatte sie. Okay, danke. Keine Ursache. Gibraltar, keine Register, Immobilien. Hi, my name is Annika Bengtsson. I'm here about Veronika Söderström. She's not here. I know. I'm sorry. Ich bin Schwedin und eine ihrer Klientinnen. Ich wollte nur ein paar Papiere holen. Okay. Ich finde sie nicht im Computer. Bitte warten Sie kurz. Sie haben also mit Veronika gesprochen. Wann war das? 2 Wochen ist das her? Vor 2 Wochen. Da müssen doch irgendwas sein. In welcher Angelegenheit hat sie beraten? Nun, ich wollte mein Haus verkaufen. Immobilien? Ist auf der anderen Straßenseite, aber da ist niemand. Ach, und was machen Sie hier? Import. Export hauptsächlich. Was sagten Sie, woher kennen Sie Veronika? Unsere Kinder gingen in dieselbe Schule. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Sie gehen wohl am besten. Wann kommt der neue Eigentümer? Sie müssen jetzt gehen. Ich sollte eigentlich niemanden hereinlassen. Bitte gehen Sie. Sagen Sie niemandem, dass Sie mit mir geredet haben. Sie hat mit Hilfe einer Immobilienfirma in Gibraltar Geld gewaschen. Die Firma heißt A Place in the Sun. Aha. APITS. APITS. Tienes una visita. Ist Veronikas Firma. Diese Immobilienagentur. Alles nur Fassade. Sie wollte sogar ihr eigenes Haus verkaufen. Okay, soll ich mehr über Veronika Söderström rausfinden? Das wäre toll.
Vielleicht findest du auch einen Zusammenhang zwischen Apids Transporte und ihr. Wem? APITS Transporte. Okay, du, ich ruf dich an, wenn ich was gefunden hab. Moment, da wollte dich mal jemand sprechen, eine Polly Sandmann. Polly, sie wollte sich melden, wenn sie, was von Susette hört. Ich darf niemandem von dieser Mail erzählen. Nicht meiner Mutter, nicht der Polizei. Auch nicht, dass sie auf einer Farm ist und von einem Café ausschreibt. Sie weiß außerdem nicht, wann sie sich wieder melden kann. Die Mail ist ganz sicher von ihr. Also Suzette lebt. Okay. Und diese Fatima, von der sie schreibt, weißt du, wer das ist? Fatima ist so eine Art Ersatzmutter. Sie hat eine Pferdefarm, da fährt Suzette im Sommer gern hin. Sehen Sie mal, Suzette hat dort ein Pferd. Mhm. Ist das Fatima? Diese Farm, wo finde ich die? Polly. Asila. Die Farm liegt in Asila. Ist das hier in der Nähe? Das ist in Marokko. Lassen Sie bitte eine Nachricht. Hallo Carita, Annika hier. Ich weiß, wo Susette ist. Auf einer Farm in Marokko, in Asila, bei einer Fatima. Keine Ahnung, wo genau, aber ich fahre morgen hin, falls Sie mitkommen wollen. Also rufen Sie mich an, wenn Sie das hören. Absolutamente. Gracias. Lo voy a regular. Sí. Ich glaube, ich habe Susette gefunden. Setz dich. Sie ist in Marokko. Polly meint das jedenfalls. Ich habe sie gerade getroffen. Wann hast du eigentlich zuletzt mit Carita gesprochen? Ich habe eine Nachricht auf ihrem AB hinterlassen. Wieso? Joke Martinez ist tot. Er wurde tot aufgefunden. In seiner Zelle. Wie wurde... Überdosis Morphium. Das ist... Woher hat er Morphium? Ich dachte, das kannst du mir erklären. Ich? Wieso denn ich? Es haben nur zwei Leute Jocke besucht. Das warst du und das war Carita. Wir waren vielleicht fünf Minuten da. Was sagte Carita während des Interviews? Fast nichts. Erst hat sie Spanisch gesprochen, damit sie uns reinlassen. Weißt du, warum sie ihn heute besucht hat? Heute? Moment, das verstehe ich. Carita hat ihn heute besucht. Da sie schon mal da war und auf der Besucherliste stand, hat man sie reingelassen. Sie hat das Gefängnis um 13.05 Uhr betreten. Martinez wurde nicht ins Besucherzimmer gebracht. Dazu gibt es seltsamerweise keinen Vermerk. Daher gehen wir davon aus, dass sie die Wärter bestochen hat, damit sie in die Zelle darf. Um 13.20 Uhr hat sie das Gefängnis wieder verlassen. Und um 14.15 Uhr wurde Martinez tot aufgefunden. Haben also die Wärter ihm nicht das Morphium gegeben, muss es Carita gewesen sein. Voy para Suecia. ¿Hablas en serio? Okay. Er ist ermordet worden, davon können wir ausgehen. Genau wie die beiden rumänischen Einbrecher. Da war es auch eine Überdosis Morphium. Und jetzt denkt ihr, es gibt da einen Zusammenhang? Ja. Wir denken, Carita hat was mit den Gasmorden an den Söderströms zu tun. Niklas, aus welchem Grund denn? Sie könnte die dritte Person gewesen sein. Für wen soll sie arbeiten? Wohl für irgendjemanden im Drogenhandel. Ich kann momentan nicht mehr sagen. Ich verstehe ihr Motiv nicht. Vielleicht wurde sie ja bedroht oder unter Druck gesetzt. Oder es geht um Geld. Ja? Erledigt. Ich hab ihr vorhin erzählt, wo Susette ist. Das Mädchen. Ist sie auf der Farm? Ja. Damit ist der Auftrag beendet. Adios. Ich benachrichtige die marokkanischen Behörden. Sehen wir mal, was sie zustande bringen. Das dauert doch viel zu lange. Lass uns sofort hinfahren. Wie bitte? Wir müssen sofort fahren. Jetzt hör aber auf.
Glaubst du im Ernst, ich setze mich mit dir in ein Boot und fahre nach Marokko? Weißt du, welche Konsequenzen das haben kann? Wo ist das Problem? Plötzlich gibt's Regeln für dich. Es reicht, ja? Ich habe genehmigt, dass ihr im Gefängnis wart. Ich bin verantwortlich dafür. Kannst du dir vorstellen, welchen Ärger man dadurch bekommen kann? Du schreibst kein Wort darüber. Die interessiert mich ein Scheiß, die Story. Mir geht's allein um Suzette. Das verstehe ich ja, aber überlass das mir. Mir und meinen spanischen Kollegen. Ich will wissen, was passiert ist mit Jocke Martinez. Und du bleibst erstmal hier. Mein Kollege will später ein Verhör mit dir führen. Digga. Yes, sir. Yes, sir. Are you sure we're going to this place? Yes, yes. Outside Asila? Oui. I know this road. Hallo, Annika. Hast du was über Veronika Söder? Hallo? Ich kann dich nicht hören. Hallo? Hallo? Hallo, wo bist du? Ist das Annika? Ja, das Gespräch wurde unterbrochen. Gib mal her. Der Empfang ist total... Du gehst also ran, wenn ich von Barretts Handy aus anrufe? Du, ich bin gerade in der Story. Ich rufe dich später nochmal an. Ich habe vorhin mit Lotta gesprochen. Du hast sie einfach im Hotel zurückgelassen. Ich hoffe nur, deine Story rechtfertigt das. Hallo? Der Empfang ist wirklich beschissen. Ich melde mich so schnell ich kann. I know where this farm is. Thank you. Here, madame. Just a moment. Oui? Qui est là? Oui, allô, je m'appelle Annika Bengtsson et je voudrais parler avec Fatima, s'il vous plaît. Mm-hmm. Et je veux parler avec Suzette aussi. Are you all right? Yeah, yeah. Je veux juste parler, je veux pas causer de problème. Hal. Arrête! Le sac! Donne-moi le sac! Caméra, téléphone, passeport, là, ouais, là, ok. Avance! Allez, avance! Là! Entre. Reste là.
Sie wollten mich sprechen? Sind Sie Fatima? Ich bin Fatima. Ich bin Annika Bengtsson. Ich arbeite für eine Zeit... Ich weiß, wer Sie sind. Was wollen Sie hier? Ist Suzette hier? Warum glauben Sie das? Na, sie verbringt ihre Sommer oft hier, um zu reiten. Was wollen Sie von ihr? Ich würde gern mit ihr sprechen, bitte. Ich habe über sie geschrieben. Es hat mich sehr berührt, was mit ihr geschehen ist. Wer weiß, dass Sie hier sind? Mein Chefredakteur? Sie lügen. Niemand weiß, dass Sie hier sind. Aber... Wir sprechen morgen. Bis dahin bleiben Sie hier, als unser Gast. Nein, hören Sie! Die wissen, dass Suzette bei Ihnen ist. Die Mörder der Familie wissen das. Glauben Sie mir. Sie sind vielleicht bald hier. Wadiha! Harris! Yalla! Bitte, yalla! Bitte, yalla! Madame. Hallo. Suzette. Arbeiten Sie wirklich für eine Zeitung? Ja. Warum sind Sie hier? Ich wollte nachsehen, wie es dir geht. Geht's dir gut? Die können dich hier nicht festhalten. Du musst hier weg. Mich hält niemand fest. Das ist mein Wunsch. Verstehst du überhaupt, wo du dich aufhältst? Du hast keinen Pass benutzt, um hierher zu kommen. Nein, Fatima hat eigene Boote. Deshalb kommt sie am Zoll vorbei. Aber alle suchen nach dir. Ich interessiere keinen. Nicht wirklich. Allen bin ich immer nur im Weg und außerdem koste ich viel Geld. Die Einzige, die sich für mich interessiert, ist Fatima. Sie hat schon geahnt, dass das geschehen könnte, als der Mann aus dem Gefängnis kam. Sie versucht nur, mich zu schützen. Vor wem denn? Vor jemandem, mit dem Veronika und Fatima Geschäfte gemacht haben. Aber dein Vater und Veronika wollten bleiben. Veronika ist eiskalt. Sie hat gesagt, sie hätte ihn in der Hand. Er würde sie in Ruhe lassen, denn sie hätte die Papiere. Er dachte wohl, Veronika habe sie zu Hause. Aber da waren sie nicht. Fatima hat sie. Mhm. Naja, sie wissen, was mit ihnen passiert ist in dem Haus. Ja, ich habe darüber geschrieben. Sie war noch so klein. So goldig. Timmy, im Kitschkunina, warte mal, wo packst du es dran, ah? So. Sie müssen vor Fatima keine Angst haben. So. Thank you.
sie da. Dachtet ihr wirklich, ihr kommt damit durch? Ich will die Papiere, die Veronika hatte. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube, dass du ganz genau weißt, wovon ich spreche. Die Papiere, die ihr beide aus meiner Firma gestohlen habt. Ich habe keine Papiere. Okay. Vielleicht weiß ja Suzette, wo sie sind. Okay, okay. Nimm erst die Pistole weg. Ich zähle jetzt bis 10. 1, 2. Erst die Pistole weg. 3. Erst die Pistole weg, Philipp. 4. Philipp. 5. Das geht nur uns was an. 6. Sie hat nichts damit zu tun. Philipp, bitte. 7, 8, Philipp, bitte. 9. Was machen Sie hier? Heute kann die Nachtausgabe das Geheimnis lüften, dass Suzette lebt. Suzette? Schreiben Sie einen Artikel darüber? Natürlich nur, wenn du willst. Meine Mutter soll wissen, dass es mir gut geht. Polly auch. Aber schreiben Sie bitte nicht, wo ich bin, ja? Sie könnte nach Schweden zurückkehren, doch Suzette hat sich entschieden zu bleiben. Philipp war mal ein guter Freund. Veronika und ich haben Geschäfte mit ihm gemacht. Gute Geschäfte. Aber er hat niemandem vertraut. Philipp war unberechenbar. Und gefährlich. Deshalb hat Veronika seine Geschäftsberichte behalten, als Versicherung. Als er das rausgefunden hatte, drehte er durch. Er dachte, Veronika und ich hätten ihn verraten und ins Gefängnis gebracht. Der Preis dafür ist immens. Er hat sich gerecht. Es war eine grausame Rache. Malagas berüchtigtes Gefängnis, Donnerstagnachmittag. Die Polizei hat Beweise dafür, dass die Morde an Sebastian Söderström und seiner Familie auf das Konto der Auftragskillerin Carita Halling González gehen. Deshalb musste Jocke sterben. Schwedischer Drogenkurier im Gefängnis ermordet. Sicher, dass du nicht mit nach Schweden willst? Ich möchte gerne hier bleiben. Okay. Ist doch sehr gut. Du hast die Seite 1 und die Schlagzeile. Der ist vielleicht eher zum Füllen, aber der da... Eigentlich ist es super geworden.
ist das denn? Na, unsere neue Fotografin. Sie hat einen Preis gewonnen. Hast du diese Lotta fest angestellt? Wer wollte denn hier nicht für Personal zuständig sein? Du bist ja Journalistin.